Wie der Videotitel schon verrät, schauen wir uns an heute, welcher der beste kostenlose Antivirus ist. Ich kann euch jetzt hier natürlich nur meine Meinung kundtun, gibt vielleicht auch noch andere, aber ich habe mich versucht, da auf AV-Test zu stützen. Ich habe hier mal die Tabs offen von den bekannten, also zum Beispiel AVG Free, Avast Free oder Avira Free oder hier auch mittlerweile Kaspersky hat ja auch eine kostenlose Lösung. Meine Erfahrung ist, dass diese kostenlosen oder auch kostenpflichtigen Antiviren sich ziemlich stark ins System reinhacken, ja unter Administratorenberechtigung laufen, also selbst nochmal eine große Angriffsfläche für Viren bieten und gleichzeitig auch immer zu wieder zu Problemen mit Windows Update führen. Also die machen einem eine Menge Ärger am Ende und machen natürlich auch das System langsamer. Es gibt aber eine Alternative, und zwar den Windows Defender. Und der ist bei Windows 10 schon direkt mit installiert. Ich mache hier mal meinen auf. Der ist hier schon unter Virus and Threat Protection zu finden. Und das verfolgt auch mehr so ein ganzheitliches Konzept. Also da habe ich dann auch geprüft, ob alles aktuell ist und zum Beispiel, ob auch die Firewall läuft. Windows hat auch eine eigene Firewall dabei. Also man braucht weder ein Antivirus noch eine Internet-Suite, wo dann damit geworben wird, dass eine Firewall dabei ist. Ja, was sagt AV-Test zu dem ganzen Thema? Die geben mittlerweile dem Antivirus von Microsoft auch Bestnoten, also hier 100% im Februar bei der Erkennung. Und ja, hier gibt es noch ein paar detaillierte Ergebnisse, verlinke ich euch natürlich mal in der Videobeschreibung. Meine Empfehlung wäre jetzt also, der kostenlose Antivirus, den ihr nutzen solltet auf einem Windows-PC, ist der Windows Defender Antivirus und bitte installiert keine von diesen anderen Antivirenlösungen nach, da habt ihr am Ende mehr Ärger als alles andere. Zum Thema Sicherheit am PC habe ich auch mal einen Podcast gemacht, auch den verlinke ich euch natürlich.